Heute ist der 27. Februar 2016. Hier möchte ich über das Pfändungsschutzkonto, auch P-Konto genannt, informieren, und zwar umfangreich. Das Pfändungsschutzkonto wurde eingeführt zum 1. Juli 2010. Seitdem gibt es dieses und das Pfändungsschutzkonto hat dann die nicht sehr würdevolle menschliche und auch mitunter asoziale Regelung, die es vorher gab, abgelöst, das mit dieser 7-Tages-Frist. Aktuell ist die Lage so und auch seit Anfang an, dass jeder, der ein aktives Girokonto hat, den Anspruch auf ein Pfändungsschutzkonto hat. Das bedeutet, egal wie alt dieses Girokonto ist, ob es eine Stunde alt ist, ein Tag oder 10 Jahre, jeder, der den Wunsch äußert, sein Girokonto in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln lassen zu wollen, dem steht dies zu und dem muss die Bank unverzüglichst nachkommen. Das geht aus § 850 kleines KZPO hervor. Die Bank hat für die Umwandlung bis zu 4 Bankarbeitstage, also Montag bis Freitag ohne Feiertage, Zeit. Öfters geht das auch schon sofort oder dauert wenige Stunden. Manchmal dauert das in der Regel eigentlich 1, 2, 3 Tage. Es ist so, der P-Kontoschutz, der greift 4 Wochen rückwirkend. Das heißt, geht eine Pfändung in Form eines Pfändungs- und Überweisungsbeschluss bei der Bank ein, dann bekommt der Schuldner, also derjenige, der dann quasi das P-Konto braucht, in der Regel 2 bis 5 Tage später eine Nachricht. Meistens vom Gerichtsvollzieher, eventuell auch von seiner Bank. Die Bank ist dazu nicht verpflichtet, der Gerichtsvollzieher schon. Geht aus der ZPO hervor. Der Gerichtsvollzieher muss also den Schuldner informieren, dass die Bank eine Pfändung bekommen hat. Die Bank kann das machen. Dann kriegt der Schuldner das halt mit. Dann hat er zwar natürlich nicht mehr diese ganzen 4 Wochen Zeit, aber noch genug. Er muss innerhalb dieser 4 Wochen tätig werden, weil sobald die Bank einen Pfändungsersuch bekommt, muss sie das Konto komplett sperren. Nicht löschen oder kündigen, sondern sperren. Das heißt, der Kunde hat keine Verfügungsgewalt mehr darüber. Er kann kein Geld abheben. Er kann wahrscheinlich nicht mal Kontoauszüge abheben, das weiß ich nicht. Er kann damit nicht bezahlen und so weiter. Das heißt, der Kunde ist dann gezwungen, sein Girokonto in ein P-Konto umwandeln zu lassen. Das muss er machen. Erst wenn das P-Konto aktiv geschalten ist, dann kann er wieder im vollen Umfang über sein Konto verfügen. Natürlich gibt es, sofern wirklich Pfändungen auf dem P-Konto liegen, einen limitierten Freibetrag. Man kann natürlich auch sein Konto vorbeugend oder warum auch immer, man muss das ja nicht begründen, einfach so in ein P-Konto umwandeln lassen. Dazu bedarf es keiner Begründung. Einfach so, wie man Bock drauf hat, weil man Angst hat vor einer Pfändung oder einfach so. Wenn auf dem P-Konto keine Pfändungen draus sind, dann gilt natürlich auch kein Freibetrag, dann kann man auch 8.000 Euro abheben. Weil ohne Pfändungen gibt es keinen Grund für die Bank, das Geld einzubehalten oder einen Freibetrag auszusprechen. Das wäre dann letztendlich auch Untreue bzw. Betrug. Weil ohne Pfändungen darf die Bank das Konto nicht einschränken. Und wenn das ein P-Konto ist, wo Pfändungen drauf sind, dann darf sie es nur insofern einschränken, wie der Freibetrag gilt, der ist aktuell 1.073,88 €. Das ist der Mindestfreibetrag. Wenn man natürlich nur 600 Euro Einkommen hat, dann kann man auch nur über 600 Euro verfügen. Das ist klar. Möchte man sein Girokonto in ein P-Konto umwandeln, dann darf die Bank das nicht irgendwie, also die darf halt nicht den Kunden irgendwie fragen oder warum, ja, und der Kunde muss sich dafür auch nicht rechtfertigen. Früher gab es an Banken, so zu den Anfangszeiten, wo das ganz extrem war mit diesen kriminellen Banken, da haben manche Banken ja einen Nachweis verlangt von Hartz-IV-Bescheid oder sowas oder den Bankkunden quasi verhört nach dem Motto, ja, warum will er denn jetzt ein P-Konto, insbesondere wenn er keine Pfändung hat. Der Kunde muss sich nicht mal gefallen lassen, dass die Banktusse fragt, bestehen denn Pfändungen oder haben sie Pfändung zu erwarten? Diese Fragen sind unzulässig. Sobald der Kunde es wünscht, dass sein Konto in ein P-Konto umgewandelt werden soll, dann muss die Bank das machen und dem nachkommen. Der Kunde muss dazu keine Fragen beantworten.
Es gab ja in der Vergangenheit auch kriminelle Banken, die ganz harten Hardliner-Banken haben sich ja mittlerweile da zum Guten gewandt, wobei es immer noch genug Schlimme gibt. Aber früher war es ja so, dass viele Banken gesagt haben, sie müssen erstmal 3, 6, 9 oder sogar 12 Monate warten, je nach Bank. Also sie müssen quasi erstmal 12 Monate bei uns ein Girokonto haben, dann haben sie das Recht, dieses Girokonto in ein P-Konto umzuwandeln. Das ist richtig krank. Jedenfalls, wenn man zuvor ein Girokonto hatte und das in ein P-Konto umwandeln lässt, dann darf dieses P-Konto auf keinen Fall mehr Kontoführungsgebühren kosten als das Girokonto zuvor. Denn das P-Konto, das geht auch aus Paragraph 850 kleines K Zivilprozessordnung hervor und die BGH-Urteile, die ergänzenden und sehr ausführlichen BGH-Urteile dazu vom 13.11.2012 und 16.07.2013. Ein P-Konto ist nichts weiter als die Fortführung des bisherigen Girokontos. Ein P-Konto bleibt und ist also ein Girokonto. Ja, also das, was man vorher auch hatte, wenn man vorher eins hatte. Und dem Grunde nach ändert sich auch nichts. Ein P-Konto-Kunde darf nicht schlechter gestellt werden als mit seinem Girokonto, was er zuvor hatte, mit seinem reinen Girokonto. Das P-Konto ist die Fortführung des bisherigen Girokontos. Das Kontomodell darf sich gerade nicht ändern. Der Unterschied ist lediglich, dass beim P-Konto halt der automatische Pfändungsschutz im Sinne des Freibetrags besteht. Auch wichtig, weil ihr das vielleicht nicht falsch verstehen dürft, manche tun das so, ein P-Konto schützt grundsätzlich nicht vor Pfändungen. Das würde ja die Gläubiger auch benachteiligen. Also so ist es nicht, ein P-Konto schützt nicht vor Pfändungen. Pfändungen können oder bleiben auf dem P-Konto drauf und können da auch jederzeit draufkommen. Es schützt nur einen gewissen monatlichen Freibetrag. Da ist es wiederum im Gegensatz zu früher völlig egal, ob das Arbeitslosengeld 2 ist, Lottogeld, Lohn, Gehalt, bis zu 1.073,88 € sind geschützt. Das kann man auch später erhöhen lassen, dazu komme ich gleich. Jeder Kontoinhaber darf nur ein P-Konto haben. Wenn man mehrere P-Kontos führt, das scheidet man aber eigentlich in der Regel allein schon an der Schufa-Auskunft, weil wenn man ein P-Konto hat, wird das in der Schufa vermerkt. Aber wenn man mehrere unterhalten sollte, kann das eine Straftatbestand sein, nämlich des Betrugs, weil wenn man als einzelne Person zwei oder mehr solche Freibeträge durch das Führen von zwei oder mehr P-Konten in Anspruch nimmt, dann ist das natürlich Betrug. Ja, weil das geht ja nicht, weil es steht jedem nur gesetzlich ein Freibetrag monatlich zu, zum Beispiel 1.073,88 €. Und wenn man zwei P-Konten hat, dann können einem ja mehr zustehen. Ich habe das auch einmal erlebt, seit ich mich mit dem P-Konto beschäftige. Das ist seit circa 4 Jahren der Fall, dass sogar, dass jemand ein Girokonto hatte oder dass es ein Girokonto bei der Bank gab. Und wenn man das in ein P-Konto umwandeln lässt, dass es sogar ein bisschen günstiger war als das Girokonto zuvor. Das dürfte zwar eigentlich nicht sein, weil sich ja dann nach logischem Ermessen das Kontomodell ändert. Weil wenn ich vorher ein Konto habe für 3 Euro, ungefähr so in dem Rahmen war das auch, und das P-Konto dann 2,50 kostet. Natürlich ist es dann gut, weil es günstiger ist oder es ist vor allen Dingen nicht teurer, aber es ändert sich das Kontomodell. Und das darf nicht sein, weil ein P-Konto ist niemals ein eigenständiges Kontomodell. Nun ist es so, wenn man kein Girokonto hat, aber möchte gleich ein Pfändungsschutzkonto bei der Bank eröffnen, darauf besteht kein Rechtsanspruch. Noch besteht ja auch kein Rechtsanspruch auf ein Girokonto. Das soll, sobald ich aber weiß, im Sommer 2016, glaube ich spätestens, ich glaube ab 1.7.2016, ganz genau weiß ich das aber nicht, besteht, glaube ich, ein Rechtsanspruch, dass jeder ein Girokonto bei seiner Bank erhalten kann. Dann hat man also einen Rechtsanspruch auf ein Girokonto. Aber wenn man kein Girokonto hat, hat man keinen Rechtsanspruch auf ein P-Konto. Das ist dann Freiwilligkeit der Bank. Die Bank entscheidet, okay, wir können dir ein P-Konto geben. Auch dann muss das P-Konto so bepreist werden wie ein übliches Standardmodell. Und zwar das nicht unbedingt das allergünstigste, aber bei weitem auch nicht das teuerste. Das heißt, hat eine Bank Kontomodelle mit Kontoführungsgebühren von 0 Euro, 3 Euro, 6, 9 und 12, dann muss das P-Konto in der Regel das 3-Euro-Konto sein.
einfach so willkürlich doch das Konto nicht sein. Also das P-Konto, das darf dann zum Beispiel nicht 15 Euro kosten, wenn es so ein Kontomodell gar nicht gibt. Außerdem wäre das ja sehr teuer. Also teurer als die anderen, vor allem teurer als das Durchschnittskontomodell. Ja. Nochmal, wenn man ein Pfändungsschutzkonto hat, aber keinerlei Pfändungen, dann darf man auf keinen Fall schlechter gestellt werden, weil es gibt viele Banken, die sagen, naja, Sie haben ja jetzt ein Pfändungsschutzkonto, deswegen steht Ihnen nur der Freibetrag zu, und zwar der limitierte. Ja, nach dem Motto, man kann ja 8.000 Euro auf dem Konto haben, keine Pfändungen haben, hat aber das P-Konto und sagen die Banken, nur, da steht Ihnen nur 1.073,88 € monatlich zu. Das ist natürlich falsch, ja. Weil wenn man keine Pfändungen hat, dann gibt es keinen Grund, den Freibetrag überhaupt nur zu limitieren und auch sonstige Einschränkungen an dem Konto vorzunehmen. Hat man ein Pfändungsschutzkonto und keinerlei Pfändungen, dann darf nichts eingeschränkt werden. Hat man jedoch ein P-Konto und Pfändungen oder zumindest eine, dann ist es so, dann können die, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vorhanden ist, der Dispo-Kredit und die Kreditkarte gekündigt werden. Aber gemäß auch des Urteils des BGH vom 16.07.2013 ist es so, wenn man ein Dispo und eine Kreditkarte hat bei einem gepfändeten P-Konto, dann darf das zwar gekündigt werden, aber erstens nicht sofort, zum Beispiel direkt bei der Umwandlung oder kurz danach. Das machen ja viele Banken, also direkt nach der Umwandlung zum P-Konto. Das muss, die Bank muss sich dann mit den Kunden zusammensetzen und eine individuelle Lösung mit ihm finden. So will das der BGH auch. Das heißt zum Beispiel, Dispo und Kreditkarte beides kündigen, auf dem Unterkonto oder Nebenkonto auskehren und falls da halt noch Schulden bestehen, also ein Soll, dann muss die Bank das halt vereinbaren, dass der Kunde das irgendwie separat halt in Raten abbezahlt. Ja. Alles andere, also abgesehen jetzt vom Dispo und von der Kreditkarte, falls man das hat, die können gekündigt werden beim gepfändeten P-Konto. Alles andere muss bei einem P-Konto, ob gepfändet oder nicht, gleich bleiben. Heißt, wenn man vorher am Online-Banking teilgenommen hat oder teilnehmen durfte und konnte, dann darf man das auch bei einem gepfändeten P-Konto. Die Bankkarte, zum Beispiel die normale EC-Karte, die darf nicht ausgetauscht werden gegen eine billigere, einschränkende Servicekarte. Auf keinen Fall. Das heißt, die normale Bankkarte darf nicht eingezogen werden, zum Beispiel am Geldautomat, auch nicht am Schalter. Und sie darf auch nicht umgetauscht werden gegen eine billigere Karte. Am Geldautomat darf ich auch weiter Geld abheben, wenn ich das vorher konnte. Weil bei vielen Banken war es so, habe ich mein Girokonto in ein P-Konto umwandeln lassen, konnte ich auf einmal nicht mehr am Geldautomat abheben, sondern nur noch am Schalter. Ja, was ist das denn? Man darf, wie ich schon anfangs erwähnte, mit einem P-Konto nicht benachteiligt werden, abgesehen vom Dispo und Kreditkarte, wobei das keine wirkliche Benachteiligung ist. Alles andere muss gleich bleiben, insbesondere die Kontoführungsgebühren. Es gab Banken, die haben 30 Euro oder mehr, das muss man sich mal vorstellen, 30 Euro oder mehr für ein P-Konto verlangt, an Kontoführungsgebühren monatlich. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Ja, die meisten Banken haben halt zwischen 7 und 16 Euro verlangt, ja, obwohl das Konto vorher halt nur 3 bis 5 Euro kostet kam an Kontoführungsgebühren, wie das halt so üblich ist. Das ist genauso, wenn man ein 0-Euro-Konto hat. Dieses 0-Euro, also wenn man 0 € an Kontoführungsgebühren monatlich zahlt, wenn das an ein Mindesteinkommen gekoppelt ist. Man kann jetzt zum Beispiel 1.500 Euro verdienen, ja, und ab 1.300 Euro Mindestgehaltseingang zahlt man halt 0 Euro Kontoführungsgebühren. Wenn jetzt eine Pfändung reinkommt und man daraufhin ein P-Konto machen lässt bei seiner Bank, dann ist es so, dass man ja trotzdem diesen Mindestgehaltseingang weiter hat von 1.500 Euro. Und deswegen muss auch alles gleich bleiben. Also deswegen darf das Kontomodell darf sich nicht ändern und es darf auch nicht mehr als 0 Euro kosten, weil ich bleibe ja weiter bei meinem Mindestgehaltseingang. Wenn ich weiter 1.500 Euro verdiene, dann verdiene ich weiter mindestens 1.300 Euro, zumindest jetzt in dem Fall. Und deswegen darf sich da nichts ändern. Ja, weiter ist es so, 1.073,88 € ist das, was einem maximal erstmal zusteht oder mindestens zusteht. Wie gesagt, wenn man weniger Einkommen hat, dann kann man logischerweise nur darüber verfügen, wenn man nur 800 Euro hat. Wenn man jedoch verheiratet ist,
oder Kinder hat, also eins oder mehrere, dann kann man den Freibetrag erhöhen lassen. Das geht aber nicht automatisch, das muss man wirklich beantragen. Das heißt, man geht zu seiner Bank und legt da am besten die Originalgeburtsurkunden vor. Ja, natürlich nur zum Vorlegen, dass sie sich das angucken, die sollen es ja nicht behalten. Und dann beantragt man den höheren Freibetrag. Beim ersten Kind ist das so, das sind glaube ich 404,16 €, die man dann mehr bekommt. Also 404 € zusätzlich zu den 1073,88 €. Ab dem zweiten Kind gibt's dann ein bisschen weniger. Da gibt's dann nur noch was mit unter 300, ich glaube 200, halt 240 oder so, noch was dazu. Und das dann auch fürs bis zum fünften Kind, was am sechsten Kind ist, weiß ich nicht. Wenn man verheiratet ist, kriegt man, glaube ich, dann auch automatisch die 404,16 € dazu. Aber das muss man auch nachweisen, zum Beispiel die Heiratsurkunde. Es ist so, wenn man jetzt irgendwas Soziales nachgezahlt bekommt, Arbeitslosengeld 1, 2, Rente, Kindergeld, dann muss man einmalig den Freibetrag erhöhen lassen. Das geht aber immer wieder, auch bei seiner Bank. Ja, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das machen. Wenn die das nicht machen, geht man vielleicht zu seiner Rechtsabteilung der Bank, wenn möglich, in größeren Städten gibt's das, und sagt hier, ich brauche das. Die meisten Banken machen das aber nicht, und dann geht man am besten zu einem Amtsgericht, da zur Vollstreckungsabteilung, auch Vollstreckungsgericht genannt. Nimmt aber auf jeden Fall unbedingt folgende Unterlagen mit. Also auf jeden Fall natürlich den Nachzahlungsbescheid. Wir gehen jetzt mal von Hartz IV aus, zum Beispiel, ich habe Hartz IV neu beantragt. Und kriegt dann, die brauchen halt 3 Monate für die Bewilligung, für die Bearbeitung, und dann wird das alles nachgezahlt, und das ist jetzt dann ziemlich viel, vor allem wenn auch die Miete nachgezahlt wird. Oder ich beziehe schon länger Hartz IV und es wird halt irgendwas nachgezahlt, ja, weil man gegen eine Sanktion vorgegangen ist oder was weiß ich, und man kriegt eine fette Nachzahlung. Dann sollte man zum Gericht gehen mit seinem Personalausweis, mit seinem Arbeitslosengeld II Bescheid, also den normalen aktuellen Bewilligungsbescheid, den Nachzahlungsbescheid, Mietvertrag, und je nachdem, wenn man Kinder hat oder so, also zum Beispiel halt Kindergeldbescheid der Familienkasse. Ja, das sind halt so die wichtigsten Unterlagen, und vor allen Dingen Kontoauszüge der letzten 8 Wochen, das ist auch wichtig. Also Personalausweis, aktuellen Gehaltsbescheid, also Lohnzettel, Hartz IV Bescheid, Arbeitslosengeld I Bescheid, auf jeden Fall den aktuellsten Bescheid. Wenn der vielleicht kurz vorm Auslaufen ist, sollte man vielleicht, ja gut, wenn man noch keinen neuen hat, also den aktuellsten Bescheid, Personalausweis, dann den Nachzahlungsbescheid, sofern vorhanden, Mietvertrag, weil das ist auch wichtig, und halt vor allem dann auch Kontoauszüge der letzten 8 Wochen, weil das Gericht, also die Rechtspfleger, die da arbeiten, in der Findungsabteilung kann man so sagen, also im Vollstreckungsgericht, die müssen sich von der Bedürftigkeit und die müssen sich auch von der Notwendigkeit überzeugen können, ja, dass man wirklich auf das Geld angewiesen ist. Das ist man bei Arbeitslosengeld II in der Regel immer, und die geben das auch in der Regel immer in der kompletten Höhe statt, weil die wissen, okay, das ist jetzt Arbeitslosengeld II Nachzahlung, ist vielleicht viel, sind vielleicht, keine Ahnung, 1.500 € in 3 Monaten. Wenn da die Miete mitgezahlt wird, kommt das ja hin. Und da sehen die, okay, der hat hier einen Mietvertrag, der hat eine Wohnung, da hier wird die Miete auch laut Arbeitslosengeld II Bescheid, sowohl des Bewilligungsbescheides als auch des Nachzahlungsbescheides. Hier wird auch die Miete nachgezahlt. Die Miete bekommt er also auf sein Konto, und die muss er auch bezahlen. Dann sieht er, okay, das ist der Regelsatz, das brauchen die, okay, Kontoauszug der letzten 8 Wochen, gucken sie, okay, hier gibt es keine Einnahmen irgendwie, Lottogeld oder so. Das heißt, er ist voll bedürftig, okay, das geben wir denen statt. Dann rufen die wahrscheinlich erst mal bei der Bank an. Ja, und wenn die da dem zustimmen, dann ist das alles klar. Und wenn die dir nicht zustimmen, die rufen da übrigens direkt vor Ort an, während der Bedürftige da noch sitzt. Meistens ist es jedenfalls so, wenn die da zicken machen, die Banken, was ja auch nicht so selten ist, obwohl die Rechtspfleger ja über den Banken stehen. Und dann ist es so, dann nutzen natürlich die Rechtspfleger ihre Situation aus, dann ergeht halt ein schriftlicher Beschluss oder so. Also das können die machen, die können sofort einen schriftlichen Beschluss erlassen. Und wenn die Bank denen dann immer noch nicht nachkommt, ja, dann werden halt Zwangsmittel eingesetzt vom Gericht. Und dann aber das ist selten, dass halt Banken sich gegen die Vollstreckungsabteilung auflehnen. Was wichtig ist, wenn man Kinder hat, dann steht dann ja erstmal mindestens 404,16 € mehr zu. Wenn man 2 Kinder hat, dann dementsprechend noch mehr. Man bekommt ja auch Kindergeld. Da
Das Kindergeld, das ist unabhängig von dem Freibetrag. Man muss aber, wie gesagt, wenn man Kinder hat, man muss nachweisen erstmal, dass man Kinder hat, am besten durch Geburtsurkunde. Ja. Und dann, wenn man Kindergeld bezieht, kann man ja beides auf einmal machen. Man geht zur Bank, zeigt die Geburtsurkunde vor, ja, und beantragt halt den höheren Freibetrag und zeigt am besten Bescheid der Familienkasse vor, dass man halt Kindergeld bezieht. Das ist wichtig. So, und jetzt ist es so, wir gehen mal davon aus, es gibt ein Kind, dann stehen einem die normal, klar, pauschal 1.073,88 € monatlich zu. Dadurch, dass wir jetzt quasi ein Kind haben, kommt dazu 404,16 € erhöhten Freibetrag aufgrund des einen Kindes. Und dazu kommt Kindergeld. Wie hoch ist das monatlich? Ich glaube 190 Euro. Ich glaube, es wurde immer angehoben. Rückwirkend nachgezahlt im Jahr 2015. Seit Januar 2015 wurde es nachgezahlt. Ich glaube, das war vorher 184. Jetzt ist es 190. Das wurde irgendwie, keine Ahnung, Sommer oder Spätsommer 2015 beschlossen, dass sie das dann auch die 6 Euro nachgezahlt bekommen seit Januar 2015. Naja, 1073 Euro plus 88 Cent plus 404 Euro und 16 Cent Freibetrag, ja, aufgrund der ZPO wegen ein Kind. Und dazu kommt das Kindergeld in Höhe von 190 Euro für ein Kind oder wegen ein Kind. Und diese 190 Euro, die kommen extra drauf auf diesen Freibetrag von 1073 plus 88 Cent plus 404,16 €. Kindergeld hat mit dem Freibetrag in der Hinsicht nichts zu tun. Das ist immer extra. Man muss halt der Sparkasse oder der Bank nur nachweisen, dass man halt Kindergeld bezieht. Am besten durch einen Bescheid der Familienkasse. Aber das Kindergeld gehört nicht zum Freibetrag dazu. Das ist immer separat zu sehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Das dazu. Es gibt dann noch ein paar andere Möglichkeiten natürlich mit den Freibeträgen. Ja. Aber das muss man halt immer beantragen. So, ansonsten, wie gesagt, man darf nicht benachteiligt werden. Und das Krasse ist, man hat, ich glaube auch unabhängig von Pfändungen, den Rechtsanspruch, naja gut, Rechtsanspruch, gesetzlichen Anspruch, nicht einen Rechtsanspruch. Das, ja, Rechtsanspruch kann man ja sagen. Der BGH hat es gesagt, wobei, muss auch ich betonen, weil ich immer die BGH-Urteile nenne, zu Recht, das, was der BGH gesagt hat, daran muss sich niemand halten, das wäre aber einfach zweckmäßiger, ja, weil, die meisten unteren Instanzen halten sich am BGH. Ja, und wenn nicht, ja, dann klagt derjenige, der klagt, bis zum BGH und da wird er natürlich dann Recht bekommen. Also das macht keinen Sinn, wenn man sich an BGH-Urteil nicht hält, zumal es ja hier dann um ständige Rechtsprechung geht. Also jetzt vor allem wegen den P-Kontogebühren und so. Und ja, alles, was mit P-Konto zu tun hat, also diese Benachteiligungen und so, ja, da gelten ja die BGH-Urteile vom 13.11.2012, das waren ja speziell eigentlich zwei Urteile, und dann vom 16.07.2013, da kann man von einer ständigen Rechtsprechung reden, und deswegen macht das dann null Sinn, sich irgendwie gegen das, was da im Urteil steht oder im Beschluss, aufzulehnen. Und dann hat der BGH halt, war das im Jahr 2015 oder 14, gesagt, man hat halt auch einen Anspruch, sein P-Konto wieder in das normale Girokonto rückumwandeln zu lassen. Also dieser Anspruch besteht auch. Wichtig ist bei einem P-Konto, das gepfändet ist, dass man gottverdammt auf Folgendes aufpasst. Passt? Gott. Man muss auf jeden Fall jede unnötige Überweisung und Einzahlung vermeiden. Auch eigene Einzahlungen. Also man soll auch aufpassen, dass man nichts selber auf sein gepfändeten P-Konto einzahlt. Denn jeder Geldeingang mindert den Freibetrag. Also man kann nicht einfach mal immer, wie man lustig ist, 500 Euro einzahlen und wieder auszahlen und wieder einzahlen. Das kommt ganz schlecht. Das könnte nämlich ein riesengroßer Nachteil sein. Wenn man das so macht, dann steht man irgendwann ohne Geld da. Und das vielleicht noch einen ganzen Monat. Also wirklich, wenn man eine Pfändung hat auf dem P-Konto, unbedingt jede unnötige Überweisung und Einzahlung vermeiden. Wenn ihr, kann man ja nicht immer wissen, aber normalerweise weiß man das, da muss man halt nachdenken. Wenn man eine Nachzahlung bekommt, bei Hartz IV oder so, da ist das kein Problem. Bei Kindergeld dürfte es in der Regel auch kein Problem sein. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn sie 10 Monate Kindergeldnachzahlung bekommen. Weil da sagt das Gericht vielleicht, also die Vollstreckungsabteilung, naja, das ist jetzt nicht alles komplett so notwendig fürs Existenzminimum. Da müssen wir mal einen Teil auch an die Gläubiger geben, um die befriedigen zu können. Also da wird es schon schwieriger. Bei Arbeitslosengeld II Nachzahlung, da sagt das Gericht wahrscheinlich immer, ja, hier steht in voller Höhe zu, Arbeitslosengeld II ist Existenzminimum, sie brauchen es für die Miete, sie brauchen es für sich, um zu überleben, bla bla.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel 10 Monate Kindergeldnachzahlung bekommt, schwierig. Wenn man jetzt zum Beispiel Lohn erhält, ganz normal Arbeitslohn, was weiß ich, 1300 Euro pro Monat, und da bekommt man eine Nachzahlung oder man bekommt Weihnachtsgeld, da sollte man echt aufpassen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel generell schon 1200 Euro Lohn bekommt, man ist alleinstehend, hat keine Kinder, das ist ja schon über dem Freibetrag. Und da bekommt man nochmal 1200 Euro Lohn als Weihnachtsgeld, das wäre komplett weg. Wenn das auf ein gepfändeten P-Konto eingeht, dieses Weihnachtsgeld, das wäre komplett weg. Also da sollte man mit seinem Chef irgendwie eine andere Lösung finden. Ein Bar auszahlen lassen oder irgendwas anderes. Oder bei einem Freund irgendwie, ja gut, sofern man dem vertrauen kann, bei 1200 Euro ist ja eine Menge Holz, irgendwie dahin überweisen lassen. Weil man muss da wirklich aufpassen. Also jeder Geldeingang auf ein gepfändeten P-Konto mindert den Freibetrag, dass man da wirklich aufpasst. So, dann auch eine Problematik, die sehr viele nicht kapieren. Die war vor allen Dingen in den ersten Jahren des P-Kontos ein Problem. Da gab es massive Benachteiligungen und viele Leute kamen da nicht an ihr Geld, beziehungsweise, ja, die standen dann letztendlich mit leeren Händen da. Wobei ich nicht weiß, wie oft jetzt dieses Gesetz schon geändert worden ist, dieses 850 kleines KZPO, ob das so, wie es es jetzt gibt, ob das das schon auch so in der Version seit 1.7.2010 gab. Jedenfalls ist es so, wir gehen jetzt mal davon aus, jemand hat 1000 Euro monatlichen Lohn und Gehalt. Er hebt und hat ein P-Konto, was gepfändet ist. 1000 Euro monatlichen Lohn. Bekommt die 1000 Euro, hebt davon aber nur 700 Euro ab, beziehungsweise verfügt insgesamt nur über 700 Euro. Er kann ja auch verfügen darüber, Online-Banking und so weiter. Insgesamt hat er nur über 700 Euro verfügt, hat also noch 300 Euro übrig. Ja, und wir gehen jetzt mal vom Februar aus, 2016. Da hat er die 1000 Euro bekommen und hat über 700 Euro verfügt. Das heißt, es sind noch 300 Euro übrig. Viele sind jetzt der Auffassung, diese 300 Euro dürften dann im März gepfändet werden. Das ist falsch. Diese 300 Euro, die übrig sind aus dem Guthaben vom Februar 2000, sag mal einfach Februar, das Jahr ist ja egal, diese 300 Euro müssen einmalig in dem Monat März übertragen werden und stehen da zusätzlich zu dem normalen Freibetrag in Höhe von 1.073,88 € zur Verfügung. Das heißt, der Mann bekommt dann im März wieder 1.000 Euro Lohn, kann über diese 1.000 Euro, weil die unter dem Freibetrag sind, voll verfügen und hat zusätzlich noch die 300 Euro aus dem Vormonat. Das heißt, er kann über 1.300 Euro dann im März verfügen. Weil die 300 Euro aus dem Monat Februar, die nicht verbraucht worden sind und zum Freibetrag gehören, müssen einmalig in dem Folgemonat übertragen werden. Guthaben, was zum Freibetrag gehört, zum Beispiel aus dem Monat Februar, darf frühestens am 1. April gepfändet werden. Dann aber auch ohne Wenn und Aber, weil dann hat der Kunde Pech gehabt. Das heißt, man kann über Guthaben quasi ein oder knapp 2 Monate verfügen, je nachdem, ob zum Beispiel das Gehalt jetzt zum Beispiel am 1. Februar eingegangen ist, am 15. oder am jetzt zum Beispiel 28. oder 29. Es darf immer erst am Anfang des übernächsten Monats gepfändet werden. Selbst Guthaben, was nicht zum Freibetrag gehört, weil, nehmen wir mal an, jetzt ein anderes Beispiel. Der Kunde, der ein gepfändetes P-Konto hat, bekommt 1.500 Euro Gehalt im Februar. Dann stehen ihm natürlich nur 1.073 Euro zu, ist klar. Trotzdem dürfen diese 400 Euro und 426 Euro und 12 Cent frühestens zum 1. April gepfändet werden. Auch wenn es über dem Freibetrag ist. Wenn dann derjenige noch im Februar oder auch erst im März einen höheren Freibetrag beansprucht, zum Beispiel bei Kind, wegen Unterhalt oder so, vor allem wenn das Kind im Februar, nehmen wir mal an, seine Frau bekommt im Februar noch ein Kind, dann steht ihm, auch wenn es schon März ist, rückwirkend für den Februar noch der erhöhte Freibetrag zu, also 404,16 € mehr. Und somit könnte er dann quasi fast über sein gesamtes Gehalt verfügen von 1.500 Euro. Das ist halt der Sinn der Sache, ja, weswegen das erst nach frühestens 4 Wochen gepfändet werden darf.
Also auch wenn jemand jetzt 1500 Euro Lohn bekommt, ihm stehen nur 1073,88 Euro zu, bekommt er im Februar, bekommt aber noch im Februar ein Kind. Also seine Frau bekommt ein Kind, er selber wohl kaum. Dann kann er das nachträglich, den Freibetrag nachträglich erhöhen. Auch wenn es jetzt schon März wäre, kann er für den Februar dann noch nachträglich den Freibetrag erhöhen. Sagen, hier, ich habe ein Kind, liegt Geburtsurkunde vor. Ich habe ein Kind bekommen, beziehungsweise meine Frau, ich bin jetzt Vater. Bank prüft das und dann muss die Bank den erhöhten Freibetrag freigeben. Also auf 1073,88 Euro kommt dann nochmal 404,16 Euro dazu. Und die muss sie ihnen dann komplett auszahlen, also die 404,16 Euro. Und natürlich fortan, also ab März, gilt dann halt der erhöhte Freibetrag von dann knapp 1500 Euro. Auch ganz wichtig, wenn man ein P-Konto hat und wenn das auch gepfändet ist, egal ob das gepfändet ist oder nicht, klar, es muss überwacht werden, aber mittlerweile haben wir ja auch 2016, was nochmal ein krasser Schritt ist zu 2010. Und selbst 2010 war ja nicht, ja, wie soll ich denn sagen, war ja auch schon fortschrittlich und nicht rückwärtsmäßig unterwegs, was die Technik anbelangt, der Computer und so. Das bedeutet, wenn man bei einem gepfändeten P-Konto Gehalt bekommt oder irgendwelche Geldeingänge bekommt, dann muss das noch am selben Tag freigegeben werden. Und nicht wie früher, noch vor dem P-Konto und dann auch mit Einführung des P-Kontos, wo gesagt worden ist, ja, also wo das zum Beispiel Montag einging, ja, und die gesagt haben, das dauert jetzt ein, zwei Tage, erst dann wird es freigegeben. Nee, 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 das ist nicht, das gibt es nicht, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Weil das ist einfach mal, das ist dann auch letztendlich Untreue. Die Bank arbeitet dann wieder mit dem Geld, verdient natürlich dadurch. Die kommen dann immer mit der Ausrede, ja, wir müssen das manuell überwachen, wir müssen erstmal ihren Freibetrag ausrechnen und so. Ja, na schön, dass sie das machen müssen, das würde keiner abstreiten. Dann müssen die das sofort machen. Denn wenn ich als Bankkunde Guthaben habe, was zum Freibetrag gehört, dann ist es völlig Latte, ob ich ein P-Konto habe, was gepfändet worden ist. Weil der Bankkunde hat logischerweise das Recht, Geld, ja, also sein Guthaben, auszahlen zu lassen, sofern es natürlich noch zum Freibetrag gehört, das ist ja klar. Aber wenn er jetzt Geld hat, wir gehen mal davon aus, es ist das erste Geld, was er im Monat bekommt, er bekommt, ja, es ist jetzt Anfang des Monats, sagen wir mal 1. März, er bekommt 1000 Euro Gehalt und will die gleich am 1. März abheben, dann muss die Bank den Mann diese 1000 Euro auszahlen. Ja, und nicht sagen, ja, wir brauchen erstmal, kommen sie in einen Tag wieder. Das geht nicht. Das ist unzulässig. Also, wenn immer ihr Probleme mit eurem P-Konto habt, beziehungsweise mit eurer Bank, lasst euch gar nicht groß aufhalten. Geht am besten, auch wenn ich das vorhin gesagt habe, geht am besten gar nicht dann weiter zur Bank, probiert es gar nicht, geht auch nicht zur Rechtsabteilung, geht gleich zum Amtsgericht. Weil Banken sind kriminell und Banken hassen in der Regel P-Konto-Kunden. Mir ist eigentlich keine einzige Bank bekannt, die noch nie irgendwie was wegen P-Konto gegen was verstoßen hat. Also gegen das Gesetz oder gegen PGH-Richtlinien dazu. Sobald ihr euch dumm kommt, geht sofort irgendwie zum Amtsgericht, lasst euch da Recht geben und meldet das vielleicht dann der Verbraucherzentrale oder so. Jetzt ein Thema noch, ich glaube fast als Abschluss, weil ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn mir noch was einfällt, sage ich das. Wegen der Kündigung, wegen der Kontokündigung. Normalerweise ist es ja so, die Bank kann jederzeit ein Konto kündigen. Das wissen auch viele nicht, auch ohne Begründung. Muss dabei aber in der Regel eine zweimonatige Kündigungsfrist einhalten. Das heißt, wir haben heute den 27. Februar. Nehmen wir mal an, jetzt der 29. Februar. Das wäre der Montag. Da würde die Bank die Kündigung verfassen. Dann muss sie ja noch ein bis zwei oder auch drei Posttage berechnen, also Zustellzeit, dann muss sie ungefähr den Tag errechnen, an dem der Brief ankommt und darauf nochmal 2 Monate rechnen. Kann auch mehr als 2 Monate machen, das ist überhaupt kein Problem, aber es müssen halt eben mindestens 2 Monate Kündigungsfrist eingehalten werden. Das ist das Wichtigste. Ansonsten ist die Kündigung unwirksam. So, und bei vielen verbraucherzentralen Seiten, die ich natürlich gut finde, ja, steht, dass ein P-Konto nicht einfach so gekündigt werden darf. Ich finde, das ist, glaube ich, bisher noch nicht höchstrichterlich geklärt. Ich bin da zwiegespalten. Natürlich bin ich ein Freund von Verbraucherzentralen und vor allem vom P-Konto. Aber ich bin der Meinung,
zumindest bis halt da der BGH vielleicht was sagt, dass eigentlich auch ein Pfändungsschutzkonto, eben weil es ja eigentlich nur die also ein normales Girokonto ist, wie es der BGH ja selber gesagt hat, ja, dass auch das P-Konto leider diesen 2 Monaten Kündigungsfrist unterliegt, ja, und somit auch einer normalen Kündigung und somit auch ein P-Konto eigentlich jederzeit von der Bank gekündigt werden darf. So sehe ich das. Ja, zwar mit der 2-monatigen Kündigungsfrist, aber ja. Natürlich könnten sich dann die Inhaber des Kontos können sich dann auf eine unbillige Härte oder so berufen und sagen, ja, ich bekomme aber bei keiner anderen Bank wegen schlechter Schufa und so ein Konto. Das ist insbesondere der Fall, wenn man vielleicht gerade bei einer Sparkasse ein Konto hat, weil dann da bekommen ja die meisten ein Konto, die woanders kein Konto bekommen. Da kann man sich vielleicht sicherlich auch wieder ans Amtsgericht wenden. Ich denke, es ist zumindest wirklich kompliziert, ein P-Konto als Bank kündigen zu wollen. Ja, weil wenn der Kunde irgendwie glaubhaft darlegt oder sagt, nee, ich habe keine andere Möglichkeit, ich weiß nicht, ob er sich da rechtfertigen muss. Also das, ich finde es ein bisschen schwierig, ja, aber ich denke schon, dass wenn man erstmal ein P-Konto hat, das auch gefändet ist, dass es vielleicht doch nicht so einfach zu kündigen ist. Es ist ja nicht immer alles gesetzlich geklärt oder durch den BGH, sondern manchmal ist es einfach auch eine Auffassungsgabe und gehört zur Logik und zur Menschlichkeit von zum Beispiel Rechtspflegern bei der Vollstreckungsabteilung des Amtsgerichts. Ja, die tun dann halt ihre eigene Rechtsauffassung manchmal machen, also menschlich, und sagen, na hier, der hat ein P-Konto, reden dann mit der Bank, der hat ein P-Konto, der hat eine Pfändung drauf, der bekommt nirgendwo ein anderes Konto. Und also lass das mal schön sein, ja, sonst, was weiß ich, wollte unbedingt klagen am Hals haben und so, sowas halt, ja. Also ich denke mal, dass es rechtlich vielleicht okay wäre, aber je nach Einzelfall dann doch eine unzumutbare Härte darstellen würde, wenn die Bank ein P-Konto, ich denke mal, dass man da auch, wenn die Bank das P-Konto kündigt eines Kunden, dass der Kunde da vielleicht doch schon mit einer einstweiligen Anordnung dagegen vorgehen könnte, wahrscheinlich auch erfolgreich. Ich denke mal, das ist möglich. Tja, ich glaube, bin soweit fertig. Video geht doch lang genug. Wenn mir noch was einfällt, werde ich entweder ein extra Video machen oder das hier in die Beschreibung hinschreiben. Aber ich denke mal, das ist halt so, dass ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Also, Zusammenfassung, P-Konto ist immer die Fortführung des bisherigen Girokontos. Es ist nichts anderes, es ist kein eigenständiges Kontomodell. Es darf kein eigenständiges Kontomodell sein. Ihr habt sofort, sobald ihr ein Girokonto habt, egal wie alt das ist, habt ihr den Rechtsanspruch auf Umwandlung in ein P-Konto, wenn ihr das wünscht und beantragt. Ihr müsst es ja beantragen. Denkt dran, die Pfändung darf nicht älter als 4 Wochen sein. Ihr müsst innerhalb von 4 Wochen, nachdem die Pfändung bei der Bank eingegangen ist, beziehungsweise ein paar Tage später bekommt ihr ja eh einen Brief davon, dann müsst ihr halt zeitnah reagieren. Weil wenn eine Pfändung auf euer Konto eingegangen ist, dann ist es gesperrt, reagiert also rechtzeitig. Wenn ihr eine Pfändung auf eurem P-Konto habt, zahlt auf keinen Fall da unnötig Geld ein und lasst auch möglichst nichts einzahlen. Achtet darauf, dass euch nicht jeder was überweist. Ach, das hatte ich vorhin vergessen. Wenn ihr Hartz-IV-Empfänger seid und nicht nur euren normalen Regelsatz auf euer Konto bekommt, sondern auch die Miete. Wie gesagt, ihr habt ein P-Konto und eine Pfändung, dann ist das ja nicht gut, weil das ist unnötiges Geld und das belastet euren Freibetrag. Wenn ihr also eure Miete, also eure KDU, Kosten der Unterkunft, wenn ihr das auf eurem gepfändeten P-Konto bekommt, dann macht auf jeden Fall eine Abtretungserklärung beim Jobcenter. Entweder geht ihr persönlich zum Jobcenter oder macht das bei euch. Das ist ja ganz einfach. Ich meine, ihr braucht ja nicht mal das Wort Abtretungserklärung zu erfinden. Abtretungserklärung bedeutet, dass ihr dem Jobcenter gestattet erlaubt, dass die in Zukunft die Miete direkt an den Vermieter überweisen. Weil das entlastet einfach euer P-Konto im Sinne des Freibetrags. Da schreibt ihr einfach nur, es reicht einfach nur, eure Adresse zu schreiben, eure BG-Nummer, dann könnt ihr das Wort Abtretungserklärung schreiben, müsst ihr nicht, ist aber besser, wenn man es macht, mal halt immer so. Schreibt halt, was ich sage, Damen und Herren, ich möchte, dass ab so und so oder ab sofort die Miete meines Vermieters gemäß Mietvertrag so und so, bla bla, ab sofort direkt auf das Konto des Vermieters überwiesen wird, dann schreibt ihr da die Bankdaten des Vermieters auf, also reicht ja der komplette Name des Vermieters und seine IBAN reicht ja vollkommen aus.
Ja, dann unterschreibt ihr das und dann schickt das ab. Ja, oder ihr macht es direkt im Jobcenter persönlich. Das Jobcenter wird bestimmt nichts dagegen haben. Also die sind zwar auf dumm und so, aber die haben nichts dagegen, wenn ihr die Miete direkt am Vermieter überweisen lasst. Ja. Im Übrigen, sofern das Jobcenter jetzt keinen Verdacht hat, dass ihr mit eurem Geld verschwenderisch oder komisch umgeht, also dass ihr zum Beispiel schon euer ganzes Hartz IV nach der Hälfte des Monats aufgebraucht habt, so lange könnt ihr jedes Mal frei entscheiden, kommt die Miete auf mein Konto oder soll das Jobcenter das direkt an den Vermieter zahlen? Das könnt ihr immer frei entscheiden. Theoretisch könnt ihr das jeden Monat ändern. Klar, das nervt ihr das Jobcenter natürlich, aber ja, das ist eure, solange das Jobcenter keinen Verdacht hegt, dass zum Beispiel ihr die Miete für euch verwendet direkt, also zweckentfremdet, so lange muss das Jobcenter auch die Miete an euch zahlen. Aber wie gesagt, wenn ihr ein gepfändetes P-Konto habt, dann lasst die Miete direkt vom Jobcenter an euren Vermieter überweisen, weil alles andere könnt ihr euch doch ein bisschen benachteiligen. Ja, wie gesagt, also wenn ihr ein P-Konto habt, aber keine Pfändungen, dann ist das genauso, als ob ihr ein Girokonto habt. Also da lasst euch da nichts einreden oder so. Lasst euch generell nicht alles von Banken gefallen. Wenn ihr Probleme habt, schreibt mich an. Ich weiß mehr über P-Konto als fast alle anderen zusammen. Klingt arrogant, ist aber so. Oder wendet euch ans Amtsgericht, an die Vollstreckungsabteilung. Passt auch auf, natürlich, es gilt wie überall. Ich meine, es gibt sogar im Jobcenter nette Leute, auch wenn jeder Abschaum ist, eben weil er halt die Gesetze vertritt, also die Sozialgesetzbücher. Es gibt auch trotzdem im Jobcenter nette Leute. Und genauso gibt es natürlich auch im Amtsgericht und in der Vollstreckungsabteilung oder allgemeinen Amtsgericht auch nicht so nette Leute. Vielleicht auch mal nicht so kompetente Leute. Da müsst ihr aufpassen, ja, nicht hier nach dem Motto, ja, der Mike Gold, der hat das erzählt. Es gibt auch im Amtsgericht und der Vollstreckungsabteilung Idioten, ja, die vielleicht sogar auf der Seite von Banken sind. Gibt's auch. Dann müsst ihr halt gucken, dass ihr da einen anderen nehmt oder in ein anderes Amtsgericht geht. Wobei, das geht nicht so einfach. Ihr müsst euch schon an das Amtsgericht wenden, was in eurem Bezirk liegt. Aber gut, da arbeiten ja immer mehrere Leute. Ja, also müsst ihr halt einen anderen verlangen. Ja. Es gibt überall Idioten. Also lasst euch da nichts gefallen. Das, was ich hier sage, hat Hand und Fuß. Ich höre mir die Videos auch immer vorher an, bevor ich sie veröffentliche. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir zum P-Konto. Ich weiß quasi alles über das P-Konto.